Willkommen zurück zu Let's Play GTA San Andreas. Es geht weiter gegen die Ballers. Alter. Wir müssen auf unsere Gangstärke achten. Ich brauche die Munition. Hey, look up, more of them on the bridge. Ja, springt doch, ihr Idioten. Jetzt sind alle meine jetzt ist meine ganze Munition weg, ihr ekligen. So. Oh, look, Jack. Attack that motherfucker. Scheiße. Ja, ich komme ja schon. Hey. Behind us, CJ, behind us. So hätten wir die auch. Fuck. Grove, this king? Man, I ain't never seen the ballers roll that deep before. Yeah, they heard Carl Johnson was running with his brother again. Yeah, for sure. Come on, let's get back to the party. Shit, man, once Lowe got off the mic, then the party got started. So, hätten wir das auch erledigt. Und damit sind wir mit OG Look auch erstmal fürs Erste fertig. Auch wenn der Mann immer noch nicht rappen kann. Egal. So. Und jetzt müssen wir zu den Crash-Bullen auf eigentlich. Ja, doch. Jetzt haben wir jetzt aber ein bisschen Munition. Ja, unsere Pistole können wir vergessen. Aber okay. Auf zu den Crash-Bullen. Tahoma. Oder wisst ihr was? Ne, wir fahren erst zur, zum Fitnesscenter. Fitnesscenter. Alter! Ja, genau! Habt ihr denn geraucht? Ich gehe ins Fitnessstudio, da kriegen die mich nicht. So. Nehmen wir 80 Kilo. Passt. So, vielleicht kriegen wir die Muskeln dann heute auch auf voll. Weil, dann brauchen wir uns auch hier erstmal nicht mehr blicken lassen. Was soll das denn? So. Man muss Umschalt links und auch die linke Maustaste richtig schön abwechselnd gedrückt haben. Und nicht beides einfach gleichzeitig. Oh doch, geht auch. Aber auf jeden Fall, eins alleine reicht nicht. Naja, ihr wisst, wie ich es meine. So. Dann wären wir nämlich hiermit auch endlich mal fertig. Weil so langsam geht's dann so schon in das Finale des ersten... Ja, was heißt Finale? In so die erste richtig heiße Phase im Spiel, wo es dann auch irgendwann einen Kulissenwechsel gibt. Mit Kulissenwechsel meine ich dann, dass wir in einen anderen Teil des Staates San Andreas kommen. Heißt, raus aus Los Santos. Aber erstmal kommt noch die Mission der Crash-Bullen, es kommt noch ein bisschen mit Sweet. Ammunition fahren wir auch noch hin, also kommt noch einiges. Na, gleich voll. Danach prügeln wir uns, glaube ich, auch nochmal mit dem Kerl da. Ach ne, können wir auch sein lassen. Richtig bringen tut's uns auch nichts. Keep
Ah, einmal noch. Also einmal noch eine Verbesserung und dann haben wir es. So, aber Maximum. Mehr wollte ich nicht. Ich trinke mal einen kurzen Schluck. So. Ah, der Gute hat auch schon ein gutes Kreuz bekommen. So, und wir fahren jetzt zu den werten Herren Tenpenny, Pulaski und Hernandez. Die wir übrigens noch sehr oft in diesem Spiel sehen werden, so als externen Missionspunkt. So. Gib mir das Fahrrad. Ich will Fahrrad fahren. Aber das ist das ein Damenfahrrad? Nee. Ah, nein. BMX, sauber. Wählt sich dieses schwule Damenfahrrad, was hier auch teilweise rumfährt. Wollen ja unsere Radskills ein bisschen verbessern. Auch wenn ich nicht glaube. Nee, ich glaube, es kommt nicht mehr so viel mit Fahrrad. Also was jetzt irgendwo für das Fahrrad wichtig ist, aber. Meine Autoskills brauche ich nicht verbessern. Die sind eh für den Arsch. Tü-tü-tü-tü-tü. Ja, spring mir vors Fahrrad! Olle, was denn nicht mit dir? Ah, was stimmt denn nicht mit ihr? So. Meine Herren, wo ist denn dieser scheiß Donutladen? Boah, du scheiß Taxifahrer. Boah, ich komme in dein La... Na, okay. Ja, jetzt sind die Muskeln auf einmal wieder weniger geworden. Warum das? So, haben wir jetzt Geld bekommen. Ha! Toll, dafür sind Taxis scheiße. Warum sind die Muskeln gerade weniger geworden? Naja. Werden wir später halt nochmal hin müssen. Ist mir aber auch egal, den Grundstein für die Muskeln haben wir. Selbe gilt für die Kondition. So, da vorne ist jetzt unser... Da ist jetzt unser Missionspunkt. Gut, wir machen weiter mit Burning Desire. Hey, Carl Johnson! CJ! Oh, come on over here, son! Move over. Let him sit down, asshole. So you finally found time to drop by. Man, I've been busy. I've been burying my moms, man. Sounds like a fucking excuse to me. Officer Pulaski thinks you're trying to screw with us, Carl. Now you get this straight. We own you. You're ours. We can shit on you from such a height, you'll think God himself has crapped on you. You understand? He better fucking understand. Yeah, he better have. Time to go to work, CJ, and earn your freedom. There's a guy holed up across town. You got that address, Pulaski? Another gang-banging, drug-pushing, cop-killing bitch just like you. We don't like him, and he don't like us. Now, you make sure he never leaves the neighborhood, not even in a box. Get the fuck out of here. Die Polizei, dein Freund und Helfer. Natürlich, immerhin kriegen wir eine Polizeikarre. Ja, erstmal müssen wir allerdings die Boah, ja, was seid ihr denn für eine kranke Bande? Boah. Also als erstes müssen wir die Molotow-Cocktails, die Tenpenny deponiert hat, abholen. Und dann dürfen wir erstmal ein bisschen zündeln. Ach, und der... Ach ja, und das ist die Mission... Ja, die kriegt dann gleich auch noch eine lustige Wendung. Sehen wir aber alles zum richtigen Zeitpunkt. Ach komm, wir laufen ab hier. Das ist nämlich hier in so einem ganz beschissenen Durchgang. Ne, da vorne in dem Durchgang. Ah! Gnarf. Ich will das Auto. Dann nehme ich halt da... Ja doch, ich dachte zuerst, wenn das Limousine... Raus, alte Frau! So. Elegant. Ach, Pferdewetten gibt's ja auch noch!
Ah, hier gibt es so viel in diesem Spiel. Ich müsste mir mal diesen Reiseführer, den es damals dabei gab, mal dazulegen. Stehen nämlich alle Sachen drin. Ja, gab es damals richtig so einen schönen gebundenen Reiseführer. So, 20 Molotow-Cocktails. Ach ja, hier war das auch, wo die anfingen zu brennen in der Hand. So, und jetzt müssen wir halt zu dem Ganghaus fahren und das ausräuchern. Eigentlich relativ einfach, aber der schwierige Teil kommt hinterher. Naja. So, das war hier im Vagos-Gebiet. Los Colinas. So. What you say to me? What the fuck? No more jokes, let them out on us. Ey, ihr habt mir den Job gegeben, Scheißbullerei. Was mache ich hier eigentlich? Ich kann auch schon. Burn, Baby, burn. Ja, so läuft das jetzt hier. Einfach. Was zur? Ja. Bah. Jetzt habe ich keine Waffen mehr, ne? Ich glaube, jetzt kann ich auch die Fahrt überspringen, aber. You got caught slipping, G. Ne, komm, da lade ich den Spielstand neu. Das ist jetzt scheiße. Hausparty war das. Bah. Muss ich das alles nochmal neu machen? Auto. I need a Auto. Nee. Nein. Jetzt bin ich. Ja. Ich bin auch selten dämlich. Jetzt habe ich die Muskeln auch nicht auf volle Pulle. Ma. Ich will die vernünftige Pistole. Scheiß was auf das Schallgedämpfte. Das ist jetzt bitter. Das ist bitter. So. Wenn ich jetzt wieder ein paar vernünftige Waffen. Warum habe ich jetzt geschossen? Egal. Ah ja, Waffenskill. Habt ihr ja mit Sicherheit schon mitbekommen. Gibt's auch. Weil bei der SMG ist natürlich schon am meisten. Speichere ich erst nochmal wegen der Waffe. Jetzt bin ich penetrant. Und wisst ihr was? Danach lassen wir es erstmal für heute. Burning Desire versucht dann in der nächsten Folge. Ja. Ist dann zwar eine etwas kurze Folge, aber das muss heute auch mal sein. Ich bin nämlich jetzt gerade zu faul, weiter zu zocken. Wir machen dann in der nächsten Folge weiter mit Burning Desire. Das war die zweite Mission bei den Crash-Bullen. Ach, keine Ahnung, wir werden es sehen. Auf jeden Fall müssen wir uns ein bisschen mehr. Ich werde mich auch informieren, wo ich mir eine Rüstung herhole. Weil dann wird das mit Sicherheit um einiges einfacher. Gut, das machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Hoffe, ihr hattet Spaß bei der Folge. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.